mal entscheiden, dass wir nach Buda fahren. Ne? Und jetzt müssen wir aber wissen, wo wir sind. Also, gerade im Moment. Also, wir sind ja noch nicht in Buda. Also. Im Wohnzimmer. Im unser Wohnzimmer. Wir haben ein schönes Wohnzimmer. Ne? Kommen wir zum Sofa? Jo, zum Sofa halt. Lange Sofa. Lass mal drauf. Ich muss dir was sagen, Schatz. Jetzt schon. Ja. Jo, ich habe eine Reise gewonnen. Gewonnen? Ja, gewonnen. Du hast doch gar keine Passe schreiben. Doch, da am Hafen letztens habe ich bei so einem Preisausschreiben mitgemacht. Und eine Kaffeefahrt, oder? Nein, keine Kaffeefahrt. Da habe ich eine Reise gewonnen in so ein Hotel, das heißt Buda. Also, der Ort heißt Buda. Wo ist das? An der Ostsee. Aha. Ja, so weit weg? Ja. Okay. Endlich mal wieder im Norden. Komm, Schatz, es ist so schön. Und dann können wir gleich unser Jubiläum planen. Das ist ja erst nächsten Monat. Das ist ja schon in 2 Wochen. Also wir können während dem Urlaub können wir das Jubiläum planen. Okay. Nö? Ja, ich denke, ich krieg frei. Ach, Schätzchen, das ist so schön. Ich wollte doch sowieso mal wieder in den Urlaub fahren. Genackt, okay. Das Wetter ist dort wie hier, ja? Und ja, ein bisschen rauer. Bisschen rauer. Ja. Noch rauer. Nicht so schlimm wie an der Nordsee, aber ja, es geht halt ab und zu mal ein leichtes Lüftchen. Also es kann ja schon mal ein Strandkorb wegwehen oder so. Also, aber so starke Winde wie an der Nordsee gibt es halt nicht. Ich weiß nicht. Also so wie bei meiner Mutter ist es nicht. Ich weiß nicht, warum ich den Schwarzwald verlassen habe. Für diese raue... Jo. Naja, für dich, ich weiß. Jo, für mich. Du bist vom Schwarzwald hier hochgezogen nach Mannheim. Ich bin von der Nordsee hier runtergezogen nach Mannheim. Hat doch gepasst. Ja, dann auf nach Butter. Auf nach Butter.